Die russische Armee hat ihre Offensive in der Ukraine ausgeweitet. Erstmals griffen die Streitkräfte die Industriestadt Dnipro im Zentrum an. Dabei wurde unter anderem diese Schuhfabrik getroffen. Laut den Rettungskräften kam mindestens ein Mensch ums Leben. Erst war es ruhig, dann gab es ein Pfeifen, irgendwo da in der Gegend, nahe der Fabrik. Dann gab es Flammen und einen lauten Knall. Danach ist alles durch die Luft geflogen. Auch Wohngebäude wurden beschädigt, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Manche Einwohner verrammeln die Fenster nach den Angriffen mit Holz. Andernorts wird provisorisch Folie angebracht. Laut den Bewohnern herrschen Minusgrade. Viele Menschen suchen nun Schutz vor weiteren Angriffen. Bislang galt Dnipro als vergleichsweise sicher. Wir werden jetzt ins Gagarin-Viertel gehen. Da sind wohl keine Fabriken. Vielleicht ist es da sicherer, aber da wird es das Problem mit fehlenden Schutzräumen geben. Wir waren von dort hierher gekommen, weil es hier einen U-Bahnhof gibt und dort nicht. Auch andernorts gingen die Kämpfe weiter. Nach Angaben der ukrainischen Armee versuchen die russischen Truppen, die Hauptstadt Kiew weiter einzukesseln. Viele Menschen in der Region sind auf der Flucht. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar flohen nach Angaben der UNO 2,5 Millionen Menschen aus dem Land. Die Zahl der Binnenflüchtlinge stieg demnach auf rund 2 Millionen. Präsident Volodymyr Zelensky appellierte an die Europäische Union, mehr für sein Land zu tun.